heute ist hier doch nur ein Scheiße. Und seitdem wird es jetzt aufs Game aus. Der Großteil ist mich sehr beschäftigt. Nein, so redet er wie an dem Weiteren. Der nächste Abonnent wird mein sein. Ich bin bitte auch so krass. Ich bin bitte auch so krass. Willkommen zurück zu Let's Play Mario Nüti Superstar Saga. Wir haben schon 3 Sternbonusfragmente. Wir kümmern uns heute um das letzte fehlende Sternbonusfragment, der sich hier in Little, oder nicht ganz in Little Toad Town, da war es komplett unnötig, dass ich mich gewarpt habe. Ja, ist ja nicht in Little Toad Town, sondern im... Wie hieß es? Naja. Ja, ist auf ihrer... In der Nähe von Schloss Bonia. Dort werden wir natürlich hinschauen. Heute kommt ja noch eine Premiere zum... Pokémon HD Gold Part 72. Kommt am Freitag, ich sehe heute eine Premiere. Ja, am Samstag kommt erst das Video. Wir haben ja schon den Block entfernt. Also, ja, diesen Block und Ario ist jetzt woanders hin. Hier ist es nicht. Und die Jungs sind schon wieder mal. Dann besiegen wir den halt noch. Eine Art, ja. Dann ist es vielleicht hier. Ich weiß auch nicht mal ganz genau, wo es war. Das, an dieser Stelle suche ich halt immer. Wirklich immer. Es gab nie eine Stelle, wo ich direkt im First Try wusste immer, wo es ist. Übrigens, wir haben fast alle Fähigkeiten endlich. Ja, viele fehlen nicht mehr. Weil es auch klar, dass nicht mehr so viele fehlen können. Das Spiel ist ja schon wieder fast vorbei. So lange dauert es auch nicht mehr und wir haben ja auch schon DKC 1. War ja so ein ganz nettes Kurzprojekt, was jetzt auch schon vorbei ist. Bin ja auch nicht traurig jetzt darüber, dass schon vorbei ist. DKC 1, muss mich schon mal im Let's Play wieder weniger aufregen. Du Alter, ihr seid viel zu schwach. Wollt ihr? Verzieht euch. Wo ist es? Emma Ander.
Ach, dann erinnere ich mich noch. Aus beide gleichzeitig betätigen. Dann kommt man erst weiter. Das bringt mir jetzt nichts. Hier oder hier rumzustochen, das bringt mir nichts. Und hast richtig gut gemacht. Glückwunsch. Ich hab irgendwie jetzt so eine Hose gekriegt. Ich glaube, hier müsste die letzte Lachbohne geflogen sein. Denn es muss ja im Prinzip ein Ort sein, wo die wir vorhin noch nicht erkunden konnten. Erst nachdem wir die Lachlagune geschafft haben, müssen wir den Ort erst erkunden können. Sehr logisch ist. Ja, es war hier. Was ist los, du Unwürdige? Ihr wart es, die Großschwester sei verratsquatscht. Ihr wollt euch hier doch nur einschleichen und seid in Wettstand aufs Geld aus. Der Großschwester ist sehr beschäftigt. Neuse Rinder, wir hatten wirklich keine Zeit. Also zack, zack, verschwindet. Was? Ich stehe am Boden mit vier Teile zersplittert. Alter, ich... Großmeister, hört gar nicht hin. Ihr müsst das gar nicht hören. Die beiden reden sowieso nur irgendwelche Zeug, um sich Geld zu erschwindeln. Ja, wenn ihr ab... Du sei jetzt still. Was war wohl nicht so gut? Was ist in meinem Gesicht? Kurz was getrunken. Wie ich sehe, da wird zwar eine Legende in vino veritas ähnlich. Wisst ihr, ich bin der kleine Bruder von in vino veritas. Ja, mein Name ist Vanni Vidi. Ich bin der Bruder von Invino. Mit seinem Vermögen habe ich dieses Theater gebaut. Und präsentiert. Und Präsident des Yoshi Fan Clubs. Bin ich auch noch nebenbei. Du musst abgefackelt werden! Ach nein. Dieses Theater ist ein Kino, das der Großmeister speziell für Yoshis gebaut hat. Also, was nur das Thema? Ja, ihr braucht also unbedingt die Verzierung unserer Schautafel. Na gut. Aber ich hatte das Teil erworben und dachte, es ist eine gute Dekoration. Aber ihr könnt es ruhig haben. Einfach so? Das
geht nicht, Großmeister! Ehrenwerte! So ein Arsch. Aber zum Glück verdient er das. Einfach so mal eine Sternbrunnenfragment geschenkt zu kriegen, geil. Allerdings gibt es eine gewisse Tauschbedingung. Wie kriegst du nicht einfach so, dieses Schild sozusagen das Aushängeschild meines Theaters. Bring weiter etwas, mit dem ich das Schild dekorieren kann. Etwa sollte das etwa die Neon-Eier sein? Genau, die Neon-Eier. Ja, aber... Oh Mann, die Klappe. Gut. Wir dann überall, die waren alle auf eure Karten. Wir brauchen im Prinzip nur so ein Leckerbissen und dann machen wir uns die Neon-Eier in die Yoshis. Ja, bla bla bla. Los, die waren an die Arbeit. Ja, los. Habe ich jetzt mit Absicht geskippt, weil das brauchen wir nicht. Das wird auch auf der Karte markiert. Nicht? Ich habe auch gedacht. Achso. Das ist hier im Kino, mit dem wir reden müssen. Ich bin Dr. Gelbsam, der Architekt, der dieses Theater konstruiert hat. Und wahrlich, ich bin der Bruder des intellektuellen von Bonnenburg. Was? Die Neon-Eier? Ja, ihr erkannt, dass ich ein Neon-Eier-Fetischist bin. Dabei war das doch geheim. Genau. Mal bin ich Architekt, mal Bruder eines Intellektuellen im Kern jedoch. Neon-Eier finde ich wunderbar. Für wahr. Sind da schon 12 Minuten. Was? Ja. Ihr müsst einfach nur so eine Neon-Eier finden. Die sind irgendwo in Bodenburg vergraben. Es ja als Gott der Neon-Eier. So einfach ist das. Hier, wie auf die Bälle gezeigt. Los, ihr müsst schnell sammeln, bevor der Part zu Ende ist. Und darum skippt Spikey gefühlt in einem Text von mir. Unverschämt, aber naja, egal. Denn er markiert uns das jetzt auf der Karte. Und ich weiß schon, mit wem wir anfangen werden. Also los. Das ist auch die lustigste. Sternbrunnenfragment. Dann bitte dürfen wir uns wieder mit den Gegnern rumquälen. Verzieht euch! Sieht ja noch schlimmer als Kletten. Wir müssen mich hier hin. Das glaubt oder nicht. Warte, ich komme noch eins runter.
Tut mir leid, Luigi. Brunnenland Nordosten. NO ist die Abkürzung für Nordosten. Er will mich essen. Hier, nimm das. Du kriegst noch mehr. Du kriegst hier Schläge von mir. Alter, er frisst ja alles. Aber nicht meine Attacken. Kriegst nichts anderes außer Schläge. Nichts anderes verdienst du auch. Und an alle, das ist kein Boss. Nur so, ja? Ich will auch nicht als Premiere kommen, weil es ja kein richtiger Boss ist. Jetzt wäre das ja auch die Bossmucke. Da Attacke langweil mich. Bisschen mehr ein Zeugling, ja. Was habe ich dir gesagt, deine Attacken langweilen? Hä? Ein Anruf ist mir aber egal. Prinz Marmek? Er ist geschrumpft! Hey Luigi, du warst das, der mir aus der Patsche geholfen hat. Vielen Dank. Meine Güte, Luigi. Du bist ja riesig geworden. Ach so, hat gar nichts gemerkt, dass ich kleiner geworden bin. Sag mal, Luigi, hast du nicht irgendeine Idee, wie ich wieder zu meiner alten Größe zurückfinde? Ja, hab ich. Einfach auf dich draufschlagen. So was kannst du? Sag ich Hose runter, will sagen Hut ab. Gut, aber sei bitte ganz vorsichtig. Ja. Jetzt, wo ich wieder normal bin, erstrahle ich im alten Glanz. Luigi, danke. Zum Dank für meine Rettung sollst du das hier haben. Ich hab das eben hier in der Piranha-Biene gefunden, hier für dich. Eine Obstbohne. Nun, da ich wieder meine alte Gestalt habe, werde ich dich mal verwirren. Ja. Treffen wir uns wieder, wenn wir alle Teile der Steuernbohne haben. Prinz Marmek, da muss ich dich leider enttäuschen. Denn die Sternbrunne wird nicht deine sein. Denn er kann ja jetzt nicht mehr die Sternbrunne kriegen. Weil er braucht dazu das Obstbohne. Und hat halt nicht. Aber besser so für uns. Übrigens, er kann einen keine Sternbrunne. Ihr müsst eh alle 4 Sternbrunnen sammeln. Der Prinz Marmek schafft es nicht. Wenn er im Prinzip nur fliegen müsste. Denn ich hab gar schon 2 Sternbohnen ganz easy holen. Aber egal, wir lassen die Logik mal wieder aus vor.
Hier circa gibt es noch irgend so einen Punkt, wo es wohl so eine Obstbohne gibt. Ich wüsste wo. Hier. Dazu muss man natürlich Luigi in die Erde graben. Alle Obstbohnen sind an so auffälligen Stellen wie diese Blumen, Gärten, gekennzeichnet. Merkt euch das. Gucken, ob nebenan eine ist. Nein. Also hier ist gar keine. Hier brauchen wir jetzt gar nicht suchen. Zum Glück sind die grob auf der Karte markiert. Und langsam geht's wirklich zum Finale, ne? Merkt ihr, glaube ich, auch selbst. Weitere Hadias. Ja, Hadias brauche ich, ja. Befindet sich hier die Obstbohne? Nein, hier befindet sich auch keine Obstbohne. Hier brauchen wir also auch schon mal nicht suchen. Befindet sich. Ich hoffe, Digga. Ja, ich sehe mich, Digga. Befindet sich die nächste Obstbohne? Ja, anscheinend. Oder hier. Aber ich denke, hier befindet sich die nächste Obstbohne. Von daher suchen wir wohl mehr wieder nach. Gritzbohne können wir gleich schon mitnehmen. Nee, hier nicht. Ah, hier könnte es ja vieles sein. Ja. Yep. Nächste Obstbohne. Besiegt. Und keine Item. Schade. Okay, jetzt zur nächsten Obstbohne. Befindet sich hier eine neue. Hier befindet sich wieder eine Obstbohne. Hier befindet sich die nächste. Hier anscheinend befindet sich noch eine Obstbohne. Ah, ich sehe schon wo. Seht ihr es auch? Hier. Nächste Obstbohne. Es fehlen noch zwei. Ah, hier geht's ja gar nicht weiter. Besser so. Wir probieren natürlich alle Röhren zu finden, aber ich kann schon nichts versprechen hier. Hier befindet sich eine weitere Obstbohne. Ich glaube noch ein, zwei schwierige. Da kommt noch eine oder zwei schwierige noch. Also hier kommen wir noch nicht weiter. Hier brauchen wir den besten Hammer, den wir uns aber noch nicht holen können. Ist ja schon wieder ein neuer Bereich, also hier schon mal nicht die richtige Lösung.
Sag ja auch nie, das ist einfach die Mission hier, ne? Als wollen auch noch die abgestorben werden. Zwei Adias. Hier denke ich. Die nächste Obstbohne. Fehlt nur noch eine, die wahrscheinlich hier sich befindet. Und gut, dass ich schon mal hier vorbeischauen. Kann ich gleich mal meine Fähigkeit nehmen. Der muss woanders rum. Der war ich wohl schon. Dann warte bitte. Nein, warte, das habe ich doch schon ausgelöst. Gehabt, um weiterzukommen. Ja. Jetzt. Hier ist die letzte Bohne. Ich hab's ja hier. Hier ist die letzte fehlende. Die letzte fehlende Obstbohne. Damit haben wir alle Obstbohnen zusammen. 600 Punkte. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir alles abgeben. Schau mal. Nächste Grenzebohne. Damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Auch übrigens hier gibt es Kirby, Story, Wario, Mario Luigi und Legend of Stuffy. In der nächsten Folge geht's weiter mit Mario Luigi Superstar Saga. Bis dann und ciao.